Start frei. Start ist frei für unser fünftes Rennen, für unsere erste Prüfung der heutigen V5-Wette. Das Big Bullig-Rennen mit 10 Teilnehmern. Mel Williams, Chris Dieter, Rüst, die 1, Sina, Dual, Heinrich Gens mit der 2. Quality Boat, Thomas Reber, Start Nummer 3. Dann Spencer Davis mit Jan Theis de Jong, die 4. IT Security, die 5, Jochen Holzschuh. Tanita Gerd Steinhaus mit der 6. Juliet Dream, Daniel Kloß, Start Nummer 7. Diomede Arma mit Jeffrey Miras, die 8. Und dann die zweite Reihe, Princess Kane, Arnold Arsi und die 10. Lady Grazia Helvia, Robin Box. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum Peak Königrennen. Fehler zu Beginn von Diomede Armor kommt da aus dem Tritt. Fehler auch rückt dann Marillion's Best und dann noch eine größere Lücke bis zu Juliet Dream. Die erste Zwischenzeit 1:16.7 und das Feld kommt die gerade herunter mit IT Security an der Spitze. IT Security führt, dahinter Spencer Davis in der zweiten Position, Ina Gual ist dritte, dann Lady Grazia Helvia an Position 4, Tanita konnte hier verkürzen, hat den Anschluss jetzt im direkten Anschluss herstellen können, ist fünftes Pferd, dann folgt Marillion's Best und Juliet Dream, Princess Kane nach einem Fehler wurde disqualifiziert und ist da. Der dritte Abschnitt und auf der Zielgeraden immer noch IT Security vorn, vor Spencer Davis. IT Security, Spencer Davis, beide deutlich vor dem restlichen Feld. Dahinter Ina Gual und Lady Grazia Helvia, mit denen Tanita kämpfen nur noch um die Plätze 3 bis 5. Vorne der Zweikampf, IT Security, die immer wieder zulegt und hier nicht mehr in Gefahr kommen wird. IT Security gewinnt. Spencer Davis auf dem zweiten Platz. Dann Ina Gual, Lady Grazia Helvia, Tanita. Marillion's Best auf den weiteren Plätzen. Und noch einmal eine Zwischenzeit unter 1:10. 1:09.5, die letzten 500 Meter. Zu neun Fahren da mitgewinnt. Ja, der andere war auch verdammt gut. Ganz verrasste Wand. Ja, aber wir mussten es auch fahren, weil Jan Theis de Jong war sich auch sicher, dass er gewinnt. Jetzt haben wir unterwegs gemerkt, wie er da drüben rausgeht. Denke, Odi ist wahrscheinlich besser, als ich gedacht habe im Vorfeld, aber meine Mann hat nochmal eine Nummer. Das ist wirklich toll, aber das ist nicht. Die Und ich habe dem Aufgeführt, der hört sich doch mit einer Manager. Das ist wohl so, aber ich kenne mich noch zum Traum so aus. Der Toni hat die uns ausgegraben und dann haben wir gesagt, komm, jetzt investieren wir einfach und. Vielleicht kann man wirklich im Derby auch mal ein Vorbild. Das wäre meine nächste Frage gewesen, die wird sicher gewinnen. Die hat sie, deswegen haben wir sie und jetzt hoffen wir, dass sie gesund bleibt und alles einigermaßen normal weiterläuft. Ich weiß nicht, wie schnell das Rennen insgesamt war. Ich habe wohl dabei, aber ich habe nicht mehr geguckt. Ich denke mal, 17 muss es gewesen sein. Ich denke mal, nicht so lange gewesen sein, weil unterwegs war es sehr gut. Unterwegs war es sehr gut, bis zu 9 Kilometer 22 waren. Ja, gut, ist halt, deswegen kommt auch der letzte Halt für 9 raus. Aber man hat gesehen, wie zwei Pferde das Rennen nominiert haben und ich hatte zum Glück besser. Jochen, ganz kurz noch eben in der nächsten Runde Karin Hasler mit Nicole aus der zweiten Reihe, sind zwei Pferde in der Na, natürlich, zwölf Pferde, zweite Reihe, kann ein Handicap werden. Man muss immer ein bisschen Glück haben beim Rennverlauf. Karin ist sehr, sehr gut drauf und ich habe auch noch den Toni drin, mit der wir zwei Reihe, die hat sehr gut gelaufen auf der ersten Start. Die brauchen schon einen Rennverlauf, dann können sie vielleicht vorne dabei sein. Ich glaube, Jonas hat auch noch was zu seiner Heidi.
gehört die Publikum. Wem gehört die Alte? Okay, also die Besitzer, das Jonas Holschuh und der Theo Böcker. Ach komm, jetzt Anja Böcker.